Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind immer noch in Östergar, wieder im Lager und sollen jetzt mit dem König reden. Mal gucken, was denn der kleine König so von uns möchte. Ich bin mal ganz gespannt. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelton denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht die junge Lady aus High Ever, der ich vorhin begegnet bin? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Vielen Dank, Eure Majestät. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang. Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Wollt ihr sagen, ich werde nicht in der Schlacht kämpfen? Wir brauchen das Leuchtfeuer. Sonst wissen Logans Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Seht ihr? Wir alle ernten unseren Ruhm. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden, der Flut des Bösen, entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Ihr klingt so ein bisschen hinterlistig, muss ich ja sagen, ne? Also du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Charon Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Ich stimme Alistair zu, wir sollten auch kämpfen. Aber das ist nicht eure Entscheidung. Wenn König Kaelin wünscht, dass die grauen Wächter dafür sorgen, dass das Leuchtfeuer entzündet wird, dann werden die grauen Wächter diese Aufgabe übernehmen. Wir müssen tun, was nötig ist, um die dunkle Brut zu vernichten. Egal, ob es aufregend ist oder nicht. Ja, schon verstanden. Aber damit eins klar ist, sollte mich der König jemals darum bitten, ein Kleid anzuziehen und für ihn zu tanzen, ist Schluss. Dunkle Brut hin oder her? Ja, ich denke, das würde ich gerne sehen. Für euch würde ich es vielleicht machen. Aber dann muss es ein hübsches Kleid sein. Aha. Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Okay, ist die Frage, wo willst du denn sein? Ich werde mit dem Rest der Grauen Wächter an der Seite des Königs kämpfen. Und auch das geschieht auf seinen ausdrücklichen Wunsch. Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist.
Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Terran und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Ja, was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Danken. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Okay. Bin da mal ganz gespannt, was denn jetzt so kommt. Okay, Alistair hat erstmal einen Stufenaufstieg. Kriegt erstmal ein bisschen was auf Stärke. Oh, Konstitution ist aber ganz schlecht bei dem. Und Willenskraft kriegt er einen drauf. Und was hat er hier? Nimmt der Krieger eine herausfordernde Haltung ein, die bei jedem Nahkampf... Präziser Schlag könnten wir machen. Was haben wir hier? Fehlt Stärke. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier. Ja, das nehmen wir. Und ja, wir gucken nochmal eben kurz. Wir haben jetzt hier Fallenbau. Können wir jetzt irgendwie Fallen bauen? Fallenauslöser. Okay, da gucken wir jetzt mal kurz beim Händler, ob wir da nicht irgendwas finden, was wir da vielleicht gebrauchen könnten. Zack, zack, zack. Das war auch mal eben umgeswitcht. Ne, das Bogenschießen ganz nach Ende. So, was machen wir jetzt hier? Niemand soll mich sehen. Aha. Okay, alles klar. So, ich hoffe, der ist jetzt noch da. Natürlich nicht. Wer hätte es auch anderes erwartet? Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Bogenschützen! Hunde!
Ferelden! Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ishal. Okay, das sieht jetzt nicht gerade sehr sicher für uns aus. Aber naja. Wollen wir mal gucken. Ja. Hier scheint ziemlich im Nachteil zu sein. So, wo ist denn jetzt hier der Turm? Sie sind überall. Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall, die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. So, wir haben jetzt, wie ich hier sehe, noch einen Magier dabei. Sehr schön. So, den switchen wir uns auch mal eben kurz zurecht hier. Was haben wir hier? Anhalten, Reichweite, selbst, Aufrechterhaltung, 30, Erschöpfung, 5%, Regeneration, also. Der Zaubern erstellt einen Schutzmantel, der Angriff abfährt und einen Bonus auf Verteidigung gewährt, solange dieser Modus aktiv ist. Okay, das klingt erstmal gut. Dann kann er sich erstmal da reinhauen. Der Zaubern verschießt einen Blitz auf ein Ziel und fügt diesen Elektrizitätsschaden zu. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Das ist nicht gut. Was haben wir hier? Ist der Zauber aktiv, hüllt der Zauber die Nahkampfwaffen der Gruppe in Flammen, wodurch diese bei jedem erfolgreichen Angriff zusätzlichen Feuerschaden verursachen. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Jetzt hauen wir mal mit rein. Zack. Was haben wir hier? Der Zauber entzieht einem Ziel Energie, wodurch diese Abzüge auf Angriff und Verteidigung erleidet und außerdem eine Verringerung seiner Bewegungsgeschwindigkeit in Kauf nehmen muss, wenn es bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Okay. Flammenschlag und Arcana Bolzen. Okay. Alles klar. Wir gehen natürlich wieder zurück auf unsere... Manchmal ist Stille die beste Lösung. Ja, genau. Wir gehen mal gucken. Kommt bestimmt gleich irgendwas. Hey Leute. Komm mal hier rüber. Macht ihr denn davon Scheiß? Nee, Rückzug hier. Zack, jetzt dran. Da drauf. Los! Verändern wir es! Blutvergießen lässt sich keinen Ruhm erregen. Na, guck mal, jetzt haut er so ab hier. Los! Okay. Ja! Unser kleiner Hund wird angegriffen. Nee, das geht gar nicht. Wie ihr meint. Jawohl. Okay, das sieht gut für uns aus, würde ich sagen. Das sieht schon cool aus, auch mit diesen brennenden Schwertern, das ist schon cool. Auf jeden Fall, das gefällt mir. So, gucken wir mal, was die Jungs dabei haben. Schwacher Wundumschlag. Können wir gebrauchen. Dann haben wir da hinten noch eine Leiche. Die hat nur Kupfer dabei. Flussspat. Dieser ungeschliffene Stein hat die Farbe von Honig. Okay. Was immer das auch bringt. Säurefläschchen. Ach, guck mal, hier sind sogar noch zwei Kisten. Wird erledigt. Eisendolch. Okay, Standarddolch.
Oh, ein kleines schönes Rundschild. Da können wir doch mal kurz gucken bei Alistair. Rüstung. Ach, guck mal, erstmal hier noch eine Kettenrüstung. Die verpassen wir jetzt erstmal. Kettenstiefel. Und Handschuhe. Das Schild. Ausgerüstet. 1,5. Okay, das ist wesentlich schlechter als das, was wir haben. Was haben wir jetzt hier? Ach, guck mal, schon mal bessere Handschuhe auf jeden Fall. Die Lederstiefel sind auch besser. Und dann ist die Rüstung wahrscheinlich auch besser, ne? Genau. So, und Waffen. Jetzt haben wir hier Feuerpfeil. Oh, halt, stopp. Dolch, der macht 25 Schaden. Und der 440. Muss ich einmal umswitchen. Da hauen wir den Pfeil rein. Mit dem Langbogen. Warum geht das denn jetzt nicht? Muss man nicht so ganz verstehen, glaube ich. Aber okay. So, wir wollen jetzt natürlich mal fix gucken, dass wir jetzt in den Turm reinkommen. Jetzt mal hoffen. Ah, da sind schon wieder welche her. Betrachtet es als erledigt. So, einmal wieder zack umswitchen. In der Drift da, Jungs. Sehr schön. Verdammt. Jawohl. Wird erledigt. Ein Lyriumtrank. Ein Lyriumtrank. Kann, glaube ich, ihn oder Magier gebrauchen. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Ey, Bello! Ach, du! Vollpfosten hier, was machst du denn da für einen Scheiß? Mann. Obwohl, warte mal, wir können ja das aktiv machen. Ah. Geht schlecht, weil wir schon im Kampfmodus sind. Und er geht dann jetzt erstmal hier drauf. Was? Warte mal, er könnte ja eigentlich auch mal. Kann er gerade nicht? Das! Zeit zu kämpfen! So. Haben wir nochmal Schwein gehabt hier. Das war aber knapp. Ein Malachit haben wir. Kennt man auch aus World of Warcraft. Gibt's hier nämlich auch. So, Kurzbogen der dunklen Brut. Oh, warte mal, dann gehen wir mal. Nehmen wir sowieso erstmal alles mit, das ist klar. Switchen einmal um. Waffen. Stufe 2. 5,5 plus 1, Rüstungsdurchdringung, Reichweite. Nö. Das ist nix, aber der ist besser hier. Dann rüste ich nämlich den aus. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen Stab.
Waren doch ein Magier dabei. Ist der denn besser? 4, 4, 23, 51, 2, ja. Dann kriegt er den hier. Okay. Das haben wir soweit schon mal geschafft. Wir sind zumindest schon mal am Turm. Und in der nächsten Folge... Sehr schön. ...geht es in den Turm, dass wir oben an der Turmspitze das Leuchtfeuer entzünden könnt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal Dragon Age Origins. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.